Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute kommt mal etwas ganz anderes und zwar dachte ich mir, ich werde mal so eine Folge einfügen, so mit, ja, ich sag mal Elektroauto-News, dass ich so mal ein, zwei Folgen im Monat mal grob zusammengefasst mache, was so in der Autowelt, in der Elektroautowelt passiert, also eine kleine neue Formatreihe sozusagen. Und ja, wenn sie gut bei euch ankommt, dann werde ich sie fortsetzen. Wenn ich merke, sie findet nicht so einen guten Anklang, dann werde ich halt mich ganz normal wieder auf die anderen Videos spezialisieren. Also lasst mich gern eure Kommentare unten wissen, wie euch so ein Format gefällt und ob ihr sagt, ihr würdet euch gerne durchaus sowas häufiger anschauen. Nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch viel, viel Spaß bei diesem Video. Die heutigen Themen im Überblick: Die Top 5 beliebtesten Elektroautos Deutschlands im Jahr 2023. Stand aktuell Mai 2023. Facelift beim Dacia Spring. Kanadische Regierung ermuntert zur Elektromobilität. Und der ADAC hat Elektro-Kleinst- bzw. Kleinwagen getestet. Auf Platz 1 steht bei den Deutschen das Tesla Model Y. Also habe ich ja alles richtig gemacht. Das Tesla Model Y steht ja auch bei mir in der Garage. Es wundert mich nicht, dass es einen sehr hohen Anklang findet, vor allen Dingen, weil da ja eigentlich alles schon in der Basis drin ist, was man nicht extra für teures Geld zukonfigurieren kann. Auf dem Platz 2 steht der Volkswagen-Konzern mit dem ID.4 und ID.5. Auf Platz 3 steht ebenfalls ein Volkswagen-Produkt. Und zwar der ID.3. Platz 4 nimmt der Audi Q4 e-tron ein und auf Platz 5 steht das Tesla Model 3. Der Dacia Spring bekommt einen stärkeren Motor und ein Facelift verpasst. Dass der Dacia Spring zu dem günstigsten oder eines der günstigsten Elektroautos Deutschlands zählt, ist ja wahrscheinlich jedem klar, der sich so einigermaßen in diese Materie mal eingelesen hat. Jetzt hat Dacia dem günstigen Stromer ein neues Facelift verpasst. Aber nicht nur das hat sich geändert, nein, er kommt jetzt auch mit mehr PS um die Ecke. Nun gibt es ihn in einer 48 kW Variante, in der Extreme Variante sozusagen mit 65 PS und in einer günstigeren 33 kW Variante Expression mit 44 PS. An der Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h hat sich allerdings nichts geändert. Bestellbar ist der Dacia Spring bereits und ab Sommer 2023 werden die ersten Auslieferungen stattfinden. Ja, die kanadische Regierung ermuntert zur Elektromobilität. In der kanadischen Provinz Ontario wird es bald um die 3000 Ladepunkte mehr geben. Die kanadische Regierung investiert dafür 35 Millionen Dollar. Durch den Ausbau an den Ladestationen möchte die Regierung es schmackhafter machen, damit die Kanadier auf ein Elektrofahrzeug umsteigen. Sie versprechen sich daraus zum ersten eine sauberere Luft und geringere Tank- bzw. Wartungskosten. Das Incentive for Zero Emission Vehicle Programm bietet außerdem den Kanadiern bis zu 5000 Dollar Preisnachlass bei einem Elektrofahrzeug an. Und nun kommen wir auch schon zum letzten Thema. Der ADAC hat Kleinst- bzw. Kleinwagen getestet. Dabei haben der Opel Corsa E, der Honda E und der 500er Fiat ganz gut dabei abgeschnitten. Die beiden Fabrikate, die eher das Schlusslicht bilden, das sind hier der Renault Twingo Electric und der Dacia Spring. Wer den kompletten Test lesen möchte, verlinke ich unten in der Videobeschreibung.
den Link zur ADAC-Seite, wo ihr genau nachlesen könnt, warum haben diese Fahrzeuge so schlecht abgeschnitten, beziehungsweise was waren überhaupt die Kriterien, in denen sie schlecht oder gut beurteilt worden sind. Das soll es auch für heute mit dem ersten Versuchsvideo gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Lasst doch gerne eure Meinung unten in den Kommentaren, ob ich in Zukunft mehr solcher Videoformate machen soll oder nicht. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.